Einen wundervollen guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe Online. Wir am Montag. Es ist der Mario Kart 8 Deluxe Online Montag. Es ist eine wundervolle Tradition, die sich eingefunden hat. Und es ist eine wundervolle Art und Weise, um euch einmal die Woche in etwas längerer Form als in einem Community Post eine Wasserstandsmeldung zu liefern. Heute werden wir ein bisschen mehr über den Let's Play Kanal reden. Wir werden ein bisschen über Silber und Haupt reden, wie immer. Und ich werde einsteigen mit etwas, was nichts von beidem ist, nämlich dem Gameplay-Kanal Xenon. Ja, der ist ein bisschen eingeschlafen. Er hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Es tut mir leid. Ich weiß, dass wahrscheinlich jetzt die meisten, die dem hier lauschen, nicht den größten Nutzen oder das größte, ja, vielleicht sogar Interesse an dem Gameplay-Kanal haben. Das Feedback, was ich bekommen habe von den Leuten, die da waren, war recht positiv. Auch viele Leute, die gesagt haben, es ist eine sehr praktische und gute Idee. Also da freue ich mich sehr, dass ich scheinbar jetzt nicht unbedingt komplett meine Zeit damit verschwendet zu haben scheine, das bisher gemacht zu haben und weiter zu planen, das zu tun. Aber ja, es ist natürlich halt nur ein Gameplay-Kanal. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwelche aktiven Zuschauer sich denken, oh mein Gott, ich kann nicht auf das nächste Mario Kart 8 Online-Rennen warten. Das ist ja auch gar nicht so richtig der Sinn. Ich denke auch, der Zweck des Kanals wird deutlich offensichtlicher, wenn sich das nächste Projekt dort einfindet, und zwar auch das erste Let's Play Projekt, was sozusagen starten wird, und zwar Paper Mario The Origami King. Ja, ich habe beim letzten Mal einfach nur gehintet, es ist ein RPG mit P am Anfang und G am Ende. Einige haben es in den Kommentaren erraten. Ich glaube sogar, ich habe keinen einzigen falschen Tipp gelesen, der abgegeben wurde. Das haben halt alle erraten. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt... Ich glaube, es gibt nicht viele andere RPGs, die man mir auch zutrauen könnte zu spielen, mal davon abgesehen, die diese Konstellation erfüllen. Also ja, Paper Mario The Origami King. Ich habe sogar letztens ein Thumbnail dafür gemacht. Ist das nicht wunderbar? Beziehungsweise, was heißt letztens? Genau heute. Heute Vormittag habe ich das Thumbnail gemacht und bin sehr happy damit. Was ein spezifisches Startdatum angeht, da will ich mich noch bedeckt halten. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe bisher noch nicht den ersten Part des Projekts aufgenommen. Ich habe bisher einfach noch nicht die Zeit dafür gefunden, weil ich viele andere Dinge so ein bisschen jongliere zumindest. Versuche ich es zu jonglieren, aber ich werde im Laufe dieser Woche, denke ich mal, mit den Aufnahmen beginnen. Auch Bloons habe ich übrigens noch nicht weiter aufgenommen, falls Interessenten da sind. Es tut mir wirklich leid, ich hatte nicht geplant, dass die Pause jetzt irgendwie die anderthalb bis zwei Monate ankratzt. Als ich gesagt habe, ja, nach Part 8 muss ich erstmal gucken, wie ich aufnehme, habe ich ehrlich gesagt nicht vom... Es ist ein Franzose, ne? Ich wusste, dass er die backspammt. Man erkennt es einfach. Es ist deren Spielstil. Es tut mir leid. Was ich sagen wollte ist, ich habe noch nicht weiter aufgenommen, weil ich auch gar nicht antizipiert habe, dass die Pause so elend lang wird. Ich will immer noch Bloons spielen, okay? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte nicht, dass es so kommt, wie es kommt. Glaubt mir. Aber ja, das wird weitergehen. Und ich habe aber ehrlich gesagt auch schon ein, zwei andere Ideen, was ich als Projekte dort bringen könnte. Vor allen Dingen halt so Spiele, wo ich denke, ja, die würde ich eigentlich gerne mal let's playen, um sie vor allen Dingen auch durchzuspielen. Aber irgendwie kam es da nie zu. Das habe ich ja sonst immer über die Stream-Projekte gemacht, ne? Aber die haben sich ja auch so ein kleines bisschen verflüchtigt über die letzte Zeit. Apropos Livestream, auch heute wird es wieder so sein. Ich werde bei Erik im Stream dabei sein ab 20 Uhr. Ich werde es euch wieder in der Videobeschreibung verlinken. Ihr seid eingeladen, dort beizuwohnen. Wir werden ja entweder halt unsere üblichen zwei Stündchen da abhalten. Gehe ich jetzt mal von aus. Das letzte Mal haben wir auch recht gut überzogen, also da sind wir auch Meister drin. Wenn wir gerade eh schon im Flow sind, dann hören wir nicht um 22 Uhr auf, aber 22 Uhr ist so die Regelzeit. Das ist so ein bisschen wie bei meinen Streams, ne, als die stattgefunden haben. Ich habe überlegt, die letzten Tage, ob ich mit einem wöchentlichen Stream zurückkommen soll. Ich glaube, darüber habe ich sogar im letzten MK8-Part ein wenig philosophiert und ich bin bisher zumindest zu dem Entschluss gekommen, dass ich das erstmal noch nicht machen werde, aus folgenden Gründen. Grund Nummer 1, ich habe ja jetzt sozusagen ein bisschen den semi-festen Spot. Der hat so ein Glück, ne? Ah, ne, doch nicht. Ich habe jetzt sozusagen den semi-festen Spot bei Erik. Also, es ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass ich jeden Montag bei ihm dabei sein werde. Falls er irgendwie mal montags nicht kann oder einfach mal einen Spot alleine haben will oder es ausfällt, aus welchem Grund auch immer, dann wird es natürlich keinen Montags-Livestream mit mir in der Zweitbesetzung geben können. Das ist, denke ich, das liegt auf der Hand. Ich würde ihn dann wahrscheinlich bei mir selbst auch nicht ersetzen.
Der größere Grund ist aber, dass ich einfach aktuell viele andere Dinge jongliere, die mir persönlich wichtiger sind als Livestreams. Es sind keine schlechten Sachen, die ich jongliere, es sind einfach nur Sachen. Ja, die Videoserie, die Ende Oktober an den Start gehen soll, wo ich hoffe, dass ich das Datum catchen kann. Die Gameplay-Sachen, die Let's Play-Sachen, Hauptkanal, Silberkanal ist ja ganz gut am Florieren, aber das halt auch erstmal aufrechterhalten und dann halt noch Privatleben irgendwie daneben kriegen. Nicht, dass ich überarbeite mich nicht, ne? So ist es jetzt nicht. Ich habe einen sehr guten Tagesrhythmus. Ich würde sagen, seit diesem Monat habe ich wahrscheinlich den besten Tagesrhythmus, seit ich YouTube einigermaßen professionell betreibe. Also ich kann euch ja mal kurz umschreiben, wie das ist, auch wenn es ein bisschen auf Topic gerade ist, aber dafür sind wir ja hier, um ein bisschen locker zu reden auch. Ich stehe meistens so zwischen 9 und 10 auf, manchmal ist es ein bisschen später, das schlachtet mich nicht. Und dann hat sich ein recht guter Rhythmus eingehaucht von ungefähr 5 bis 6 Stunden einfach konzentrierter Arbeit. Das ist jetzt halt auch wieder dann ohne Wochenende und all so ein Kram, aber es hat sich ganz gut eingenistet. Mein Wochenendtag ist dann so ein bisschen halt hier der Montag, wo ich mir dann halt denke, ja, heute kommt der MK8-Part, das ist so ein bisschen ein Tag, auch der ganz gut ist, um Puffer aufzubauen und oder halt einfach mal nichts zu tun. Das muss man auch einfach manchmal machen. Habe ich letztes Jahr nie gemacht. Letztes Jahr habe ich jeden Tag YouTube gemacht und das war irgendwann, ne? Das hat nicht funktioniert. Und jetzt mache ich so, ich stehe auf, ich esse was, mache mich fertig und so weiter und fange dann an. Irgendwann mache ich eine kleine Pause. In dieser kleinen Pause geht die Blue Shell auf den Zweitplatzierten und da esse ich nochmal eine Kleinigkeit. Also ich habe so ein bisschen ein zweigeteiltes Frühstück sozusagen, kann man sich vorstellen. So, und dann mache ich weiter. Arbeit, 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 bis entweder das Silbervideo fertig ist oder, falls das schon fertig sein sollte, ich irgendwas anderes halt mache, bis zum dem Punkt, wo ich denke, okay, jetzt habe ich recht gut für heute gearbeitet und kann schuldenfrei mich nachher ins Bett legen. Dann esse ich meine Hauptmahlzeit und dann am Abend ist halt, was auch immer gerade ansteht. Ne? Heute zum Beispiel dann halt der Stream oder wenn ich manchmal auf Germis Kanal als Gast unterwegs bin, wenn da eine Aufnahme ansteht, die sind meistens dann so gegen 18 Uhr in der Regel. Manchmal auch ein bisschen früher, manchmal ist das auch so ein Event, wo es halt über den Tag verteilt was gibt, wo man bei ihm auf Discord beitreten kann und er macht im Livestream irgendeine Ausdauer-Challenge oder sowas. Das kann passieren. Aber in der Regel sind halt dann abends solche Aufnahmen. Sowas kommt dann vielleicht hier und da nochmal dazu. Aber das ist ein netter Bonus, ne? Den nimmt man dann mit. Und ja, so ist eigentlich der Tagesablauf. Es ist halt nicht einfach nur vollgekramt, sondern man hat gute Pausen, gute Schichten. Ich fühle mich sehr wohl. So, worauf ich ja aber eigentlich damit hinaus wollte, das war ja nämlich was ganz anderes als meine Work-Life-Balance, ist eben das Jonglieren der mehreren Dinge. Paar Dinge im Vordergrund, paar Dinge im Hintergrund, paar Dinge im Privatleben. Ich habe eine sehr gute Balance und ich habe so ein bisschen das Gefühl, falls ich mir zu viele weitere Dinge aufhalte, abgesehen von dem, was ich schon mache. Ich meine, man kann sozusagen ja jetzt auch unterstellen, man kann ja jetzt die böse Zunge ein bisschen züngeln lassen und sagen, ja, der Gameplay-Kanal, wo du gesagt hast, wahrscheinlich so 2 Videos am Tag, ja, bisher überhaupt nicht funktioniert. Ja, der Grund, warum das bisher überhaupt nicht funktioniert, ist, weil ich A, noch keine Let's Plays aufgenommen habe und das so ein bisschen koexistieren soll, der Let's Play-Kanal und der Gameplay-Kanal. Also sobald der LP-Kanal existiert, wird auch der, was habe ich jetzt gesagt? Sobald der Let's Play-Kanal existiert, wird der Gameplay-Kanal mehr Traffic bekommen. Einfach weil dann existiert halt das Footage, ne? Und andererseits, bei dem Livestreaming, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, dass viele von euch sich die Livestreams zurückwünschen. Aber ich fühle mich einfach nicht so in ultra häufiger Livestream-Laune. Also wenn ich mit Livestreams zurückkommen sollte, dann würde ich das auch nicht dreimal die Woche machen. Einfach weil ich mittlerweile, ich habe meine Abende halt mittlerweile einfach so völlig anders verplant. Wisst ihr, halt so hier mit Events und da mal mit Aufnahmen und so weiter. Und ich würde mich dann einfach lieber auf Let's Plays fokussieren, in denen wir im Prinzip dieselben Spiele abhandeln, wie wir das sonst in den linearen Livestream-Projekten gemacht hätten. Also sowas halt wie Kirby, ne? Die beiden Kirby-Spiele, die wir gelivestreamt haben, Captain Toad, Luigi's Mansion 3, all so ein Kram, würde ich halt in Let's Play-Form dann gerne haben. Und das wird für mich wahrscheinlich auch deutlich weniger belastend sein. Also es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, Livestreams sind belastend. Aber es ist halt doch ein bisschen anstrengender, als einfach hier zu sitzen. Und auch mal, wenn man nach einer halben Stunde was trinken muss oder kurz mal die, weiß ich nicht, die Beine ein bisschen bewegen will, ein bisschen auf und ablaufen. Klingt jetzt albern, ne? Aber ich sitze den ganzen Tag hier am Schreibtisch. Nicht, dass ich mich darüber beschweren will, aber wenn man dann halt um 20 Uhr einen Livestream anfängt und man kann wieder nur sitzen und das geht dann halt bis 10 oder so oder manchmal noch länger. Also wenn man das dann dreimal die Woche gemacht hat, irgendwann war so ein bisschen die Ausdauer dahingehend aufgebraucht. Aber
Ich werde das jetzt einfach versuchen, mit LP-Aufnahmen so ein bisschen zu kompensieren. Ich hoffe, das ist auch für den einen oder anderen in Ordnung. Selbst wenn es nicht Livestream-Form ist, selbst wenn es nicht etwas ist, wo man mit mir dann im Chat aktiv interagieren kann, das wird es dann einfach trotzdem montags halt über die Erik-Livestreams geben. Und wer weiß, vielleicht wenn sich die Erik-Livestreams nicht mehr so doll häufen, vielleicht setze ich dann mit meinen eigenen Streams wieder ein. Ich weiß es noch nicht. Kommen wir mal zu was anderem. Und zwar diesen nicht ganz stinknormalen LP-Parts, aber auch nicht geskripteten Videos. So ein bisschen was halt wie das hier, ne? Also, ich habe jetzt letztens F-Zero hochgeladen. Ne, F-Zero 99, den dritten Part nach was weiß ich wie langer Wartezeit. Da haben wir die Queen League gemacht. So, das ist ein ziemlich sehenswerter Part für meine Begriffe gewesen. Und die Viewzahl ist vollkommen in Ordnung. Das wird jetzt hier kein Rant darüber, dass die Aufrufzahl so gering sei oder sowas. Klar, sie ist geringer als jedes andere Video um Längen, das ich in den vergangenen anderthalb Wochen hochgeladen habe. Aber es ist so ziemlich die Viewzahl, die ich erwartet habe und so ziemlich die Viewzahl, die auch normal war, bevor der Kanal gewachsen ist mit den Essay-artigen Videos, die ja jetzt die Mehrheit einnehmen. So. Ich habe mich immer auf die Position geschlagen, dass ich eine Trennung haben will zwischen den linearen und non-linearen Projekten auf eine Art und Weise, das geht hier mit dem scharfdriftenden Bike nicht so gut, wie ich erwartet habe, wo halt non-lineares wie Mario Maker, F-Zero, Mario Kart 8 Online auf diesem Kanal bleiben soll und die linearen Sachen, die wirklich nummeriert sind, wie halt zum Beispiel Paper Mario Origami King oder Bloons Tower Defense 6 oder vergleichbare Projekte, die wandern auf den LP-Kanal ab. Ich bin jetzt aktuell ein bisschen am Überlegen, ob ich einfach bis auf diese Mario Kart 8 Videos hier, weil die sind ja auch so ein bisschen Kanal-Channel-News mäßig, wobei ich die in Zukunft auch einfach scripten könnte, aber die haben halt so einen gewissen, diese Videos hier haben einen Charakter, die leben davon, dass sie live kommentiert sind, wisst ihr? Aber halt all sowas, was jetzt einfach nur aus Spaß an der Freude ist, was keinen wirklich praktischen Zweck hat, was Informationen angeht oder sowas. Ob ich das nicht auch auf den Let's Play-Kanal dann ballern soll, weil die Demografien sich halt nicht so überschneiden. Nochmal, ne? Nur damit das hier klar ist. Mir geht's nicht darum, dass mir die Aufrufzahl zu gering ist. Mir geht's darum, dass ich die Videos auf den Kanal packen möchte, wo sie am ehesten hinpassen, wenn ich mir schon die Instrumente zurechtlege in Form von vier verschiedenen Kanälen, um so eine Trennung bezwecken zu können. Weil ich mache den Let's Play-Kanal ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern damit ich eben Videos machen kann, die auf einem anderen Kanal sich nicht mit der Demografie überschneiden. Das ist übrigens der Grund, warum man Kanäle trennt auf YouTube. Klar könnte ich alles auf einen bumsen, aber das macht es unübersichtlich für die Zuschauer und für mich. Entsprechend trenne ich das dann sehr gerne. Und das hat natürlich auch algorithmische Vorteile. So nach dem Motto, ja, wenn sich der YouTube-Algorithmus verlassen kann, was für Content auf dem Kanal kommt und dann gibt es halt keine Ausschläge nach unten oder oben. Das macht alles ein klein bisschen vorhersehbarer von der wirtschaftlichen Planung her. Aber es dient halt auch einfach der Übersicht und es ist handlicher. Also jetzt zum Beispiel, guck mal, viele Leute nehmen zum Beispiel das Argument, es ist ein bisschen lästig, so viele Kanäle von einem YouTuber abonnieren zu müssen, wenn man allen Content sehen will. Aber es macht ja im Prinzip für eure Abo-Box eigentlich wenig Unterschied, wenn ihr so drüber nachdenkt. Weil, naja, ihr abonniert die vier Kanäle. Aber dann wisst ihr ja genau immer noch, wo alles ist. Es wäre ja im Prinzip, wenn ihr jetzt auf einem Kanal seid, der alles hochlädt. Nehmen wir mal an, ich habe einen Kanal, da kommt alles. Da kommen meine Hauptkanal-Videos, Silber-Videos, Gameplay-Videos, Let's Play-Videos, alles. Und auch die entsprechenden Community-Posts dazu und die entsprechenden und so weiter und die Playlists und alles ist halt auf einen Kanal gebumst. So. Ist das jetzt viel übersichtlicher, als das in getrennten Kanälen zu haben? Ich weiß es nicht. Und ihr habt vor allen Dingen nicht die Option, nur gezielt bestimmte Inhalte zu abonnieren. Ich wünschte sehr gerne, man könnte Playlists auf YouTube abonnieren manchmal, weil das eben genau das, wenn jetzt hier Leute wirklich nur sind für Mario Kart 8 oder sowas, dann können die einfach die Mario Kart 8 Deluxe Playlist abonnieren und kriegen halt nur die Videos oder die nochmal spezifisch hervorgehoben oder sowas. Ich weiß nicht, was YouTube dagegen hat, Playlists sinnvoll einzubinden. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber das wäre sowas. Im Prinzip erreichen wir jetzt einen Kompromiss davon mit den Kanälen. Wenn jemand halt keinen Let's Play-Kanal von mir sehen will, dann lässt er den Nickel-Kanal halt deabonniert. Oder wenn jemand von mir die Hauptkanal-Videos nicht gucken möchte, weil er sich lieber auf diese Meinungs-News-mäßigen Essay-Videos auf diesem Kanal hier fokussieren will, dann kann er halt nur Silber abonnieren. So, das ist dann, es gibt noch ein bisschen mehr Freiraum dabei, was ein spezifischer Zuschauer sehen will von mir. Und ja, das ist so ein bisschen der Zweck hinter der Kanaltrennung, zumindest für mich. Algorithmisch ist es natürlich auch nicht schlecht. Wenn
ein Let's Play-Kanal existiert und Leute abonnieren den für Let's Plays und gucken diese Let's Plays regelmäßig, ist das natürlich besser für den Kanal, als dass sie sich für Essays abonnieren und dann kommt auf dem Essay-Kanal mal ein Let's Play und dann wird das nicht gut angeguckt und wird verstoßen vom Algorithmus. Ich rede jetzt mal kurz die Pause hier durch, weil ich gerade einfach dabei bin und ich glaube, ich dann nur noch ein Rennen brauche, denn ich komme ein bisschen viel vom Thema ab. Also ja, das ist der Grund hinter der Kanaltrennung, für die Leute, die sich darüber schon gewundert haben. Warum mache ich eigentlich so viele Kanäle? Es hat zumindest so einen spezifischen Gedanken. Es hat übrigens denselben Gedanken bei sowas wie bei Landor Bronze. So, manchmal will man halt einfach einen YouTube-Account haben, auf den man etwas einfach draufballern kann, weil man denkt, okay, das ist sinnvoll, ich möchte, dass das auf YouTube zu sehen ist, aus welchem Grund auch immer, sei das ein Re-Upload, ein Videospiel-Soundtrack, eine spezifische Frage, die eines eingebetteten Videos bedarf. All sowas. Und dafür ist dann halt Ballander Bronze. Das ist bei Gott kein ernsthaft geführter Kanal von mir, aber die Alternative wäre, dass ich es auf einem meiner aktiv geführten Kanäle hochlade und das würde auf keinen davon draufpassen. Und dann hätte ich keine Plattform, um das hochzuladen, wo es Leute nicht stören würde. So, gut. Der eigentliche Punkt, wo ich ja drauf hinaus wollte, ist: Wie machen wir das mit sowas wie F-Zero? Ich habe jetzt Mario Maker in der Pipeline, schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie lange ich von dem Video jetzt auch schon wieder rede. Ich habe die Aufnahme immer noch. Ich weiß nicht, ob ich die einfach dann auf den Let's Play-Kanal verfrachten soll, selbst wenn sie editiert ist. Vom Arbeitsaufwand. Es geht ja nicht darum, den Arbeitsaufwand einzustufen. Ne? Es geht nicht darum, dass ich sage, die Hauptkanal-Videos sind per se die aufwendigsten. Dann kommt Silber und dann kommt der Let's Play-Kanal, wo per se erstmal alles nur hingeflattert ist. Ich würde wahrscheinlich auch auf dem Let's Play-Kanal, wenn ich da Mario Kart 8 online mache, die Wartepausen rausschneiden. Oder F-Zero. Ich würde auch bei Mario Maker das Gameplay noch editieren, damit man zwischen den Sichten her switcht. So. Es geht nicht per se nur um den Arbeitsaufwand, es geht vor allen Dingen darum, was Zuschauer sich unter einem bestimmten Kanalkonzept vorstellen. Und mit diesem Kanalkonzept, das sich jetzt auf Silber etabliert hat und mit dem ich ja auch sehr happy bin, ist dieses Konzept irgendwie nicht mehr so ganz vereinbar, dass ich hier halt einfach F-Zero hochlade. Das sieht man ja zahlentechnisch. So. Was nicht schlimm ist, ich lasse mich davon ja nicht abbringen, den Content zu produzieren. Es ist halt dann nur die Frage, wie ich ihn verbreite. Es geht nicht darum, ob ich ihn mache, es geht darum, wie ich ihn mache. Ja, da bin ich halt so ein bisschen am Überlegen. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hier in der Mehrheit, boah, was weiß ich, die MK8 Online-Videos hier sind ja auch immer noch die sich am meisten Leute ansehen von den Nicht-Essay-Videos auf dem Kanal. Also auch eine Runde warten hat ja zum Beispiel noch ein bisschen weniger. Dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare ballern. Ich habe kein Problem damit either way, ne? Also auf diesem Kanal hätte ich halt sogar noch den Vorteil, dass ich es monetarisieren könnte. Der Let's Play-Kanal hat ja logischerweise noch nicht zur Monetarisierung freigegeben und ich glaube, das wird auch noch die ein oder andere Woche dauern, sobald ich den aktiv gestartet habe. Weil die 4000 Wiedergabestunden und die 1000 Abonnenten müssen ich natürlich auch erstmal irgendwie sammeln. Aber es macht halt jetzt auch nicht wirklich viel Sinn, hier ein Video zu monetarisieren, was dann 800 Views oder sowas hat, weil da kriege ich wie viel? 3 Euro raus oder so? Weiß ich nicht. Das ist dann auch... Da kann ich dann zum Wohle des Kanals drauf verzichten. Wie ist es beim nächsten Mal wieder? Haut rein, danke fürs Ansehen, lasst nichts anbrennen. Tschüss!